Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Quarantäne 316 hier und zwar mit Part Nummer 3 zu Baphomets Fluch, dem Director's Cut. Ja, meine Freude habe ich in den ersten Parts ja schon ausgedrückt, wie mir das Spiel gefällt und wir legen auch gleich mal los. Ja. Okay. Gut. Der Leitartikel erzählt etwas über den Besuch eines Nobelpreisgewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Ah, das ist der. Okay, den treffen wir übrigens auch im dritten Teil. Schlafender Drache. Wieder. Der so 3D-mäßig gemacht war. Aber erstmal egal. Mir fällt der Schriftzug am unteren Seitenrand auf. Dort steht Salah Eddin, 1345. Sollten wir das nochmal? Mir fällt der Schrift. Dort steht Salah Eddin, 1345. In der Kolumne dreht sich alles ausschließlich um Gerüchte, Gerede und Sensationsgier. Ja, so ist die Presse meistens drauf. In der Kolumne dreht sich alles. Ja, ist ja gut. Wir haben es ja gesehen, gehört. Die große Story handelt von dem brutalen Mord an einem französischen Medienmogul, der kaltblütig niedergeschossen wurde. Der Kerl strotzt vor Selbstvertrauen, wie ein echter französischer Staatsmann. Okay, war das alles? Ja. Nun gut. Die Explosion hat den Tisch glatt umgeworfen. Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen, aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren. Wir gehen erstmal rein. Oh je. Ich fühle das Bedürfnis nach einem handfesten Drink, aber ich kann Brandy nicht ausstehen. Ich fühle das Bedürfnis. Okay. Das ist die Leiche des alten Mannes. Kaum zu glauben, dass ich ihn noch vor wenigen Minuten quicklebendig gesehen habe. Schauen wir uns doch gleich mal an. Beim Anblick der toten Augen verwandeln sich meine Knie in Wackelpudding. Ich versuche seinem Blick auszuweichen, während ich die Taschen des toten Mannes durchsuche. Keine Brieftasche, keine Papiere, keine Kreditkarten. Es ist, als ob der Typ überhaupt nicht existiert hat. Ich durchsuche seine Taschen. Nichts. Okay, dann ist das nichts. Das ist die Leiche des Alten. Kaum zu glauben, dass ich ihn noch vor wenigen Minuten... Ja, lebendig gesehen habe. Die Tatsache, dass der Spiegel schon zerbrochen war, könnte heißen, dass ich dem Pech entkomme. Der Spiegel ist in 1000 Stücke zerbrochen. Manche glauben, das bringt Pech. Armer Kerl. Er ist wirklich übel zugerichtet. Ist das alles? Ich glaube, man konnte hier noch was finden. Er ist wirklich übel zugerichtet. Okay. Ich durchsuche seine Taschen. Nichts. Na gut, wir unterhalten uns erstmal mit der verstörten Bedienung hier. Oh, mein Kopf. Nie wieder. Wie viel Wodka habe ich getrunken? Nein, sag es mir lieber nicht. Wie heißt du, Cherie? George Stobbart, Ma'am. Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich könnte einen Drink gebrauchen. Mir ist schlecht, schwindelig, ich fühle mich mies. Und ich weiß noch nicht mal, was das für eine Party war. Entspannen Sie sich. Sie sind gerade umgekippt. Wie bitte? Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Sie sollten sich lieber nicht bewegen. Sind Sie Arzt? Okay, zu der Aktion muss ich was sagen. Ich hab's ja schon erwähnt, die Baphomets-Fluchreihe kenne ich. Das hat
Soweit ich weiß, eigentlich keine Auswirkungen, ob man jetzt sie belügt oder nicht. Das sind nur ein paar Aussagen zwischendurch, die... Ich bin kein Arzt und da bleibe ich mal dabei. Nö, aber als Kind habe ich immer Krankenhaus gespielt. Können Sie sich denn an gar nichts erinnern? No, ich brauche einen Drink. Geben Sie mir ein Brandy. Nein, den kriegt sie auch nicht. Also Daumen runter. Obwohl ich der Meinung bin, na ja, gut. Nein. Nein. Oder doch? Oder nein? Na, es hat keine Auswirkungen. Sie hat Kopfschmerzen, vielleicht geht's ja weg. Okay. Pur oder mit Eis? Geben Sie mir einfach die Flasche. Naja, ein Tröpfchen Brandy wird schon nicht so schlimm sein. Und deswegen bin ich kein Arzt. Das ist besser. Sie schüttet den Brandy runter, als ob es Wasser wäre. Mann, bin ich froh, dass ich die Rechnung nicht bezahlen muss. Oh. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Hey, aufwachen! Sie reagiert nicht. Wenn ich noch einen Cappuccino will, werde ich mich wohl selbst bedienen müssen. Oh Mann, ich weiß aber, dass hier irgendwo... Der Spiegel ist in 1000 Stücke zerbrochen. Ja, das bringt keinen... Armer Spaß. Kerl. Armer Kerl, aber irgendwie... Er ist wirklich übel zugerichtet. Das ist die Leiche des alten Mannes. Kaum zu glauben, dass... Ja. Ich durchsuche seine... Nichts. Okay, wir gehen nach draußen, denn da war doch auch noch... Der Tisch, den wir nicht mehr hinstellen können, wir gehen hier vor. Was habe ich überhaupt alles einstecken? Oh. Stopp! Keine Bewegung! Hey, nicht schießen! Ich bin unschuldig! Ich bin Amerikaner! Können Sie sich nicht für eins entscheiden? Ich will den amerikanischen Konsul sprechen. Waffen fallen lassen und runter auf den Boden. Stecken Sie das Ding weg, Sergeant Mouy. Verzeihung, Monsieur, aber ich kann Ihnen nicht gestatten, sich zu entfernen. Bin ich verhaftet? Ah, non, ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Vorwärts, zum Café. Marché. Im Gänsemarsch. Ab geht's. Was für ein Anblick. Diese Bombenexplosion ist schrecklich, nicht wahr? Hören Sie damit auf, Monsieur. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass der Mann tot sein könnte, Mouet? Oui, Monsieur. Aber ich betrachte die Dinge lieber von der Sonnenseite. Außerdem erinnere ich mich an einen Fall, in dem der Killer entkam, indem er sich totstellte. Na egal. In diesem Fall ist der Mann ziemlich sehr tot. Kümmern Sie sich um das Mädchen und nehmen Sie Ihre Aussage auf, falls Sie das hinkriegen. Welche Aussage? Et maintenant, zum Geschäft. Ihr Name bitte? George Stobart, ich komme aus Kalifornien. Und was führt Sie nach Paris, Monsieur Stobart? Reisen. Ich reise durch Europa. Gut gewählt. Die Stadt ist zu dieser Jahreszeit am schönsten, no? Ja, könnte sein. Von den Bomben einmal abgesehen. Befanden Sie sich in der Nähe des Cafés, als die Bombe hochging? Ja, ich saß draußen auf dem Bürgersteig. Ich hatte Glück, dass es mich nicht auch erwischt hat. Der Inspektor ignoriert meine Bemerkung komplett. Sahen Sie, wie der Verstorbene das Café betrat? Nein. Nein. Haben Sie jemand anders in das Café gehen sehen? Okay, ich könnte jetzt den Clown erwähnen, oder? Nein, ich bin jetzt mal fies, weil ich habe ja das mit dem Brandy schon verbrochen an der Bedienung, die jetzt schläft, deswegen. Tut mir leid, Inspektor. Nein. Es erstaunt mich immer wieder, wie wenig Beobachtungsgabe die Öffentlichkeit zu haben scheint. Ist das Mädchen in Ordnung, Mouet? Oh, sie wird's überleben, falls sie ihren Cutter überlebt. Eh bien, ich habe genug gehört. Was meinen Sie damit? Ich bin überzeugt, dass Sie nichts wissen. Sie können gehen. Ich hoffe, dieser kleine Zwischenfall verdirbt Ihnen nicht den Rest des Urlaubs. Und meine persönliche Sicherheit? Können Sie mir nicht wenigstens einen Rat geben?
Was soll ich sagen? Passen Sie auf, hüten Sie sich vor verdächtigen Figuren. Und gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen. Toller Tipp. Ich bin davon überzeugt, dass Sie sich nicht im geringsten in Gefahr befinden, Monsieur. Sollte Ihnen noch etwas Wichtiges einfallen, rufen Sie mich an. Meine Karte. Danke. Das wäre alles. Sie können gehen. Es gibt nicht viele Anhaltspunkte, Monsieur. Oberflächlich gesehen, nein. Aber was lauert im Unterbewusstsein? Wenn man die Tür nur öffnen könnte. Meinen Sie das im Ernst, Monsieur? Ich dachte, Ihr Interesse an übersinnlichen Erkenntnissen wäre rein akademisch. Oha. Da ist sie ja. Nico, ah, ich kann schon. Okay. Verzeihung, Mademoiselle. Hallo, ich heiße George Stobbart. Oh, ein Amerikaner, so wie sich's anhört. Ja, das stimmt. Auf Urlaub in Paris. Schöner Urlaub, was? Du warst hier, als die Bombe hochging? So ist es. Ich habe genau vor dem Café gesessen. Ist dir ein Mann mittleren Alters begegnet, etwa 60 Jahre, mit einem Hut und Mantel? Ich kann es nicht glauben. Sie hat mich nicht einmal gefragt, wie ich mich fühle. Ja, kurz bevor die Bombe explodierte, ging er hinein. Du bist doch nicht mit ihm verwandt. Oh nein, nichts dergleichen. Ich bin Nicole Collard von La Liberté. Was ist das, ein Nachtclub? Nein, es ist eine Tageszeitung. Du bist Reporterin? Ich bin freie Fotojournalistin. Na sowas, du könntest mich über den Bombenanschlag interviewen. Ein Augenzeugenbericht. Minuten nach der Gewalttat, die ganz Paris erschütterte. Verstehst du, Dramen des Lebens, menschliche Anteilnahme, sowas in der Art. Ich bleibe bei den Tatsachen, danke. Hast du gesehen, wer die Bombe gelegt hat? Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber er war als Clown verkleidet. Oh Gott, er hat wieder zugeschlagen. Ja, okay. Zeigen erstmal alles, ehe wir die Fragen stellen. Das ist ja, oh Mann. Jetzt, okay, noch was zur Geschichte zu Baphomets Fluch. Das war eben der Moment, wo die beiden sich kennenlernen und eine ohne Ende geile Story beginnt mit allen folgenden Teilen. Da kann man über den dreidimensionalen, wo man das so in 3D versucht hat, der schlafende Drache und dann noch, Moment, der Engel des Todes war auch noch dreidimensional, gab es aber nicht für die Spielekonsolen, leider. Aber ja, hier geht die Geschichte los von Baphomets Fluch eigentlich, von den beiden, von Nico und George. Ich habe diese Zeitung vor dem Café gefunden. Ja. Das ist keine Zeitung, das ist ein Drecksblatt. Es ist etwas draufgekritzelt. Salah Eddin, 1345. Klingt nach einem Wetteinsatz. Der Name eines Pferdes und die Zeit des Rennens. Was meinst du? Ich will mal ehrlich sein, von Anfang an, ja? Das habe ich auch gedacht, aber der Name des Rennens ist nicht angegeben. Und nun? Ich habe nicht das geringste Interesse an Pferderennen, und du? Nein, aber es könnte einen Hinweis geben auf den nächsten Schritt des Mörders. Meinst du, sein nächstes Opfer wird ein Jockey sein? Oder ein Pferd? Sie sieht mich an mit einem verspielten Zwinkern in den Augen. Okay, das ist weit hergeholt. Ja, ist es. Ja. Schau mal, der Inspektor hat mir diese Karte gegeben. Rousseau. Du kennst ihn? Oh ja, wir sind uns schon mal begegnet. Ich wusste nicht, dass sein Vorname Augustin war. Es passt zu ihm, muss ich sagen. Ja. Wer war der Typ, den du treffen wolltest? Sein Name war Plantard. Ich kannte ihn nicht, aber er hat mich letzte Nacht angerufen. Er sagte, er hätte eine Story, die mich interessieren würde. Er fragte mich, ob wir uns im Café treffen könnten. Ich werde wohl nie erfahren, was er mir sagen wollte. Es sei denn, du hättest Rousseaus Gabe der parapsychologischen Befragung. Woher hat Plantard deinen Namen? Über die Zeitung La Liberté. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich zwei ungelöste Morde miteinander in Verbindung bringe. Einen in Italien, einen anderen in Japan. Die Fälle sind sich bemerkenswert ähnlich. Ein wohlhabendes Opfer, kein offensichtliches Motiv und ein verkleideter Killer. Plantard sagte, er könne mir weitere Informationen beschaffen. Irgendwie muss der Clown von unserer Verabredung gewusst haben. Rousseau blinzelte nicht einmal, als ich ihm von dem Clown erzählte. Als ob er es schon gewusst hätte. Das ist typisch für einen kalten Fisch wie Rousseau. Ich habe schon Cheeseburger mit mehr Leben drin gesehen. Hast du den Clown jemals zuvor gesehen?
Das ist eine lange Geschichte. Ich habe viel Zeit. Ich nicht. Warum möchtest du mir nichts über diesen Clown erzählen? Warum möchtest du dich da einmischen? Weil er mich fast getötet hätte. Ist das nicht Grund genug? Doch, ich nehme an, das ist es. Hör mal, ich gebe dir meine Telefonnummer. Du hilfst mir bei meiner Story und ich weihe dich in das ein, was ich weiß. Und damit eines von vornherein klar ist, das ist rein geschäftlich. Okay, abgemacht. Ich muss diese Bilder entwickeln lassen. A bientôt, Monsieur. Gut, ich... bis bald. Da geht sie dahin. Und ploppt weg. Okay, da reden wir mal mit der Pfeife nochmal. Sergent Mouet? Oh, Monsieur Stobart. N'est-ce pas? Das stimmt. Sie erinnern sich also an mich? Die Speicherung solcher Daten ist Teil meines Berufsbildes als Gendarme. Denn nur so bekämpft man Verbrechen wirksam. Durch die Beachtung aller Details, nicht durch Intuition. Ja klar, sicher. Oh nein, also... Ich habe das hier auf der Straße gefunden, Sergent. Das, Monsieur, ist doch wohl eine Tageszeitung. N'est-ce pas? Hier steht eine handschriftliche Notiz drauf. Salaheddin 1345. Ah, aha. Das wirft Sie aus dem Sattel, was? Ich bin noch niemals in meinem Leben, wie Sie es auszudrücken belieben, aus dem Sattel geworfen worden, Monsieur. Das ist der Name, den der Clown angenommen hat, no? Salaheddin, der Clown? Das glaube ich weniger. Sehen Sie hier, Sergent. Der Inspektor hat mir seine Visitenkarte gegeben. Oui, Monsieur. Er möchte, dass Sie ihn benachrichtigen, wenn Sie auf irgendwelche Informationen über diesen Fall stoßen. Ich würde ja gerne mit ihm reden, aber ich möchte nicht, dass er seinen Psychomist bei mir ausprobiert. Ah, nein, Monsieur. Sie werfen die parapsychologische Wissenschaft mit Exerei durcheinander. Ach, wirklich? Und wo ist da der Unterschied? Wir bringen keine Menschenopfer dar. Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben, Sergent. Haben Sie damit irgendein Problem? Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen. Das sollten Sie lieber den Behörden überlassen, Monsieur. Hat er mit Ihnen gesprochen, Ihnen irgendwas erzählt? Nein, er hat nur freundlich gegrinst und mir zugenickt. Machen Sie sich weiter keine Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit. Ich weiß, wer der Ermordete ist. Sein Name war Plantard. Ah, wirklich? Kannten Sie ihn also doch? Nein, aber... Wir werden schon bald genug alles wissen, was es über ihn zu wissen gibt. Ich versuche nur, Ihnen zu helfen. Das können Sie am besten, indem Sie einfach nach Hause gehen, Monsieur. Ich muss ein Geständnis ablegen, Sergent. Ich habe den Clown doch gesehen. Er ist in die Gassen auf der anderen Straßenseite gerannt. Warum haben Sie das Inspektor Rousseau nicht mitgeteilt? Ich wollte nicht klingen wie ein... Ach was, Sie wollten einfach nicht in die Sache verwickelt werden, stimmt's? Aber keine Bange, es ist sowieso völlig unwichtig. Ich werde Monsieur le Inspekteur informieren, sobald er mit dem Mädchen fertig ist. Was macht Rousseau mit dem Mädchen? Er dreht sie durch die Mühle, wie ihr Amerikaner wohl sagen würdet. Wenn er sich einmal in einem Fall festgebissen hat, schüttelt ihn nichts und niemand mehr ab. Ja, das hätte ich vielleicht sein lassen sollen. Mit dem, dass ich ihm jetzt das verraten habe. Dass ich doch wusste, was los ist. Okay. Aber egal. Der Clown ist in diese Gasse geflohen. Aber jetzt ist er verschwunden. Ich bin neugierig auf Nico und das, was sie mir über die Explosion erzählt. Eine Plastikkiste. Hier gibt's nichts Interessantes. Ich hole tief Atem und beginne, das Regenrohr hochzuklettern. Ich nehme an, dass der Clown über die Dächer getürmt ist. Nein.
Ich habe es satt, meine Nase in französische Mülltonnen zu stecken. Achso, ich wollte ja ins Menü schauen, was ich eigentlich alles schon hab. Der Deckel ist zu schwer und unhandlich, als dass ich ihn ohne Hilfsmittel aufbekäme. Oh, eine Zeitung und eine Visitenkarte. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt viel. Aber wir sind ja hier noch lange nicht fertig. Hey, Sie da! Ich dachte, Sie wären im Knast. Nein, das war ein Missverständnis. Als der die Knarre rausholte, boah, ich dachte, das war's. So eine Automatik, da ist echt Saft hinter, wissen Sie? Er hat einen Fehler gemacht. Er dachte, ich wäre ein Terrorist. Sie? Ein Terrorist? Ha! Hat wohl nur seine Pflicht erfüllt. Ein Automatik. Möchten Sie meine Zeitung lesen? Zum Lesen habe ich keine Zeit. Können Sie nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Sie könnten sie in der Frühstückspause lesen. Ich habe gerade mal 10 Minuten. Und wenn es nach meinem Boss ginge, nicht mal das. Er würde mich an einen Tropf hängen, damit ich zum Essen keine Pause einlegen müsste. Oh, nehmen Sie die Zeitung und hören Sie auf mit der Maulerei. Pah, es ist unglaublich, diese verdammten weichherzigen Liberalen. Die Delfine retten? Fangen und aufessen, das ist meine Meinung. So ein Theater wegen ein paar Fischen. Oha, das ist schon besser. Schauen Sie sich mal die Dinger hier an. Sind die groß? Wie Sektkorken, no? Ah, was ist denn das? Salah Eddin läuft beim großen Preis vom Arc de Triomphe. Ist das ein Rennpferd? Ein Pferd? Eine Legende, mon ami. Schnell wie der Blitz ist sie. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Halten Sie meine Grube im Auge. Ich muss mal ein bisschen Knete auf die Stute setzen. Was ist mit Ihrem Werkzeugkasten? Vergiss es, Kumpel. Bedien dich. Tja, jetzt habe ich zwar vergessen, über alles andere zu quatschen, aber er geht. Oh, so ist das. Gute Point-and-Click-Art. Moment, Werkzeugkasten. Ja. Ich finde genau das, was ich brauche. Ein Werkzeug, mit dem man Kanaldeckel aufhebeln kann. Sollte ich nicht? Okay, ich werde mal bei Nico anrufen. Bevor es jetzt weitergeht in Richtung Kanal. Hallo, Nicole Collard? Hallo, hier spricht George. Oh, hallo. Tja, irgendwie hatte ich kein Glück. Du hast nichts rausgefunden? Genau. Hör mal, ich bin gerade sehr beschäftigt. Ruf mich an, wenn es etwas Neues gibt, okay? Oh, na sicher, geht klar. Adieu, Monsieur. Bis bald. Adieu, Monsieur. Okay, war jetzt nicht sehr sinnvoll. Denn wir haben ja den Kanaldeckel und logischerweise geht's jetzt in die Kanalisation. Den Clown auf der Spur. So. Ich hebe den Deckel an. Es riecht, als ob darunter ein Abwasserkanal läge. Mich wundert immer, was die Figuren in Point-and-Click-Adventuren alles einstecken können. Ein ganzer Kanaldeckelöffner, ein aus, ja, Metall, aus Eisen, Riesenstange einfach in die Tasche stecken. Wow. Es ist schon Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Als ich den Plastikball aufhebe, wird mir klar, dass er eigentlich im Gesicht getragen werden sollte. Es ist die rote Nase des Clowns. Aber wer braucht schon Realismus in Filmen oder Spielen? Das ist eigentlich relativ
Ich hob das nasse Taschentuch auf. Es war kalt und fettig wie alte Essensreste. Ich nehme den Stofffetzen und mache ihn vom Haken ab. So, ich schaue nochmal ins Menü, was alles los ist. Das ist ein Stofffetzen, den ich im Rinnstein gefunden habe. Das aufgeweichte Tuch aus dem Rinnstein. Die Nase ist hohl. Auf der Innenseite steht La Risée du Monde Paris. Eine knallrote Plastiknase, Teil von einem Clownkostüm. So. Denn ich möchte den Part damit erstmal beenden, indem ich alles nochmal durchgeschaut habe. Moment, die Leiter? Nein, die habe ich zu sagen. Ja, Quarantäne 316 erstmal raus mit diesem Part. Und vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Und ich hoffe, es hat euch wieder genauso viel Spaß gemacht wie mir. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Freue mich und vielen Dank. Ciao.